herzlich willkommen zum Tanz Dein Leben Online-Kongress Nummer 2 Tanz Dich Frei. Und zum Thema Freitanzen habe ich hier auf der anderen Seite den lieben Christian sitzen, den ich dieses Jahr schon mal live gesehen habe und sehr, sehr dankbar bin, dass du dabei bist, weil ich weiß ja, das hast du mir verraten, du bist ja auch so ein Tänzer, ne? Ja, ich liebe das schon sehr, ja, stimmt. Viele, viele, viele Jahre auch Salsa getanzt und solche Sachen. Also auch richtig mit Form. Habe ich gleich gesehen bei dem Hüftschwung. Sehr schön. Lieber Christian, erzähl doch ein bisschen was für die Zuschauer. Wer du bist, ist ja immer so eine spannende Frage, aber was machst du und was bewegt dich? Ich hasse diesen Part. Ich finde das immer so. Gleich was dran gefügt. Ja, ich finde das immer so schlimm, so über sich. Also, was mich am meisten bewegt, ist, dass ich jeden Tag so wundervolle Menschen um mich herum sehe, die irgendwie eingesperrt sind, ja. In ihrem Müssen, in ihrem Sollen, in ihrem Funktionieren, in ihrem Kompromissen, in ihrem wie boxe ich mich noch irgendwie zurecht, dass ich passe für den Rest irgendwie. Und das bewegt und berührt mich sehr. Und das führt mich auch schon zu dem, was ich am liebsten mache. Ich helfe liebsten Menschen dabei, wirklich zu gucken, wie sie irgendwo frei werden können, wie sie ein Stück mehr wieder sie selbst werden können, so wie wir designed sind, so wie wir auf die Welt gekommen sind. Also einfach irgendwo zu hören, was ist da in mir und was möchte durch mich ausgedrückt werden? Was möchte in die Welt kommen oder was möchte einfach nur jetzt gerade gelebt werden? Und ich habe das Gefühl, wir sind so kollektiv, so wahnsinnig davon abgekommen und so sehr auf diesem Trip durch unsere Erziehung, durch unsere Prägung, durch unsere Muster einfach irgendwie so zu entsprechen, ja, dem und das auch gar nicht mehr richtig irgendwie in Frage zu stellen. Und da hilft natürlich auch verrücktes Tanzen, ja, einfach rauszukommen aus dem, was das letztendlich alles macht, nämlich das ist unser Kopf, ja, das, was wir alles gespeichert haben, man müsste so sein, man sollte so sein, man müsste dieses machen, jenes machen und man muss dem gefallen und dieses Verbiegen und Verdrehen und dieses auch sich so selber verraten, was dabei oft rauskommt, das ist so, mir tut das weh und das berührt mich, ja. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, wir sind dafür nicht gemacht. Und das sieht man auch daran, dass die meisten Menschen sich nicht happy fühlen. Ich muss mal kurz, hier das Mikro klemmt mich gerade ein. Siehst du, sowas zum Beispiel nicht aushalten, sondern den Kopf bewegen können. Ja, ja genau. Das hat so einen Clip hier hinten und das habe ich festgemacht. Viel zu dunkel, das mache ich erst nachher. So. War es Aufnahme zu dunkel? Nee, meine Aufnahme war zu dunkel. Wenn du nachher die Körperübung machst, muss ich das umstellen. Alles gut, ja, fein. So, jetzt. Ja, das ist was mich sehr bewegt. Mhm. Also Thema Verrat hat gerade auch in mir so einen Stich ausgesetzt, weil ich persönlich bin ja auch seit 17 Jahren auf der Suche nach einem glücklicheren Leben. Ich habe Yoga angefangen, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, eine von vielen gewesen, die hat zig Seminare besucht hat zum Thema irgendwie, da stimmt doch was nicht. Ja, Alexandra, ich habe das ja auch jahrelang gemacht, jahrzehntelang, von einem Trip zum anderen und so weiter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da ganz dankbar, weil das ist eine Forschungsreise über 30 Jahre mittlerweile, die ich unterwegs bin und habe natürlich auch alle klassischen Coachings und auch verrückte Sachen genutzt und Schamanismus und was weiß ich nicht alles in diesem Bereich gemacht. Das Verrückte ist nur, irgendwann bin ich mal an einen Punkt gekommen, wo ich einfach geschaut habe, hey, die in der Natur ist ja alles irgendwie im Flow und in Balance. Wir haben zum Beispiel einen Hund. Ich habe meinen Hund noch nie Yoga machen sehen und der ist immer happy. Ja, es ist so, mein Hund nimmt auch keine Therapie- oder Coaching-Sitzungen. Mein Hund weiß instinktiv, was für ihn richtig ist. Und ich habe mich gefragt, hey, das kann doch nicht sein. Sind wir die einzigen verrückten Wesen auf diesem Globus, die nicht instinktiv wissen, was gut für sie ist? Nein, wir wissen es sehr genau. Man hat es uns nur scheiße ausgetrieben, auf Deutsch gesagt. Ja, in der Dressur, der Erziehung und in dem, was wir alles so mainstreammäßig abkriegen. Man hat es uns einfach abtrainiert. Und das ist keine Anklage an andere Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die wissen selber nicht, was sie tun, sondern das ist letztendlich Fakt. Und das ist über Generationen schon so. Und das ist für mich ein Trauma. Für mich ist das ein kollektives Trauma. Wir leiden unter diesen Wunden, die wir irgendwann oder die auch unsere Eltern und Großeltern irgendwann mal erlitten haben, so sehr, weil wir nie einen Weg gefunden haben, das wieder in Ausdruck zu bringen. Und ich habe dann selber, bin ja selbst oft genug gegen die Wand geklatscht. Ich habe 3 Kliniken hinter mir und so weiter. Also ich weiß wirklich, wovon ich rede. Ich bin immer Lehrer und Schüler im Wechsel so, ja. Und das ist. Aber was sind die besten Lehrer, Christian? Also ich bin ja auch absolut davon überzeugt, nur wer weiß, wovon er redet, ist sehr authentisch und berührt.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich will das auch gar nicht so nennen. Ich weiß, was ich mache und ich weiß, wovon ich rede, weil ich es erlebt habe, tatsächlich. Ja. Und ich habe Angst- und Panikstörungen gehabt. Ich habe Bewegungsimmobilität gehabt. Ich habe Schmerzzustände gehabt. Also ich habe eine ganze Palette in meinem Leben. 25 Jahre lang schwerste Magen-Darm-Störung. Also war sehr, sehr viel dabei. Nenne es psychosomatisch, alles Blödsinn. Ich habe für mich klar bekommen, es ist ein biologisches Problem, weil wir letztendlich ganz, ganz früh gelernt haben, unsere Lebenskraft zu reduzieren, ganz, ganz früh gelernt haben, uns zu bremsen. Wir haben ganz, ganz früh gelernt, uns zu verraten, anzupassen, uns zu verkaufen für ein bisschen Liebe und Anerkennung. Und das ist riesen, riesen Bullshit. Wir haben dadurch gelernt, wir dürfen nicht so sein, wie wir wirklich sind. Mhm. Und jedes kleine Kind, das noch einigermaßen klar ist diesbezüglich, das noch so sein darf, wie es ist, macht uns im Grunde genommen vor, wie es geht. Wenn da ein Impuls ist im Nervensystem und es wird eine Trauer aktiviert, dann heulst und dann schreit. Wenn eine Wut aktiviert wird, dann brüllt's. Wenn's sich freut, dann freut sich's wie ein kleines Kind eben. Welcher Erwachsene kann sich noch freuen wie ein kleines Kind? Ja? Und das sind Sachen, darum geht's mir, darum geht's meiner Frau und mir in unserer Arbeit bei Human Essence, dass wir in diesem Seminarprozess der Experience Menschen wieder zeigen, wofür sie eigentlich designed sind. Und das Witzige ist, sobald man hier oben rauskommt aus dem Kopf und hineingeht, und da werden wir in den Körperübungen, die ich euch mitgebe oder die ich dir mitgebe, nachher einiges machen, was uns gerade aus dem Kopf rausbringt. Sobald du wieder aus dem Kopf raus bist und anfängst, wieder deinen Körper richtig zu bewohnen, und ich meine das wirklich so, wie ich sage, also 90% aller Menschen bewohnen null ihren Körper. Die haben einen Körper, waschen, putzen ihn, machen und tun. Aber sie bewohnen ihn nicht achtsam in der Form, dass ich bewusst drin bin, okay? Und wenn ich bewusst drin bin, dann spricht er zu mir. Wow, der hat eine Intelligenz offensichtlich, die viel größer ist als mein kleines P-Brain hier oben. Eine Intelligenz, eine Weisheit, die mir sehr genau sagt, was ist jetzt gerade stimmig? Und da kommen nicht so Sätze wie kann ich nicht, will ich nicht, werde ich wohl nicht schaffen, weil das hat der Körper gar nicht in seinem System. Ja. Der Körper macht und der macht gerne und der sagt dir, jetzt mach mal kurz Stopp und jetzt hast du Vollgas. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Körper viel, 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 viel mehr Power hat, viel mehr Kraft hat, viel mehr Lebensenergie hat. Und es gibt Megatechniken, die auch noch aufzuladen und zu stärken wieder, also diesen Level zu erhöhen. Das ist unser Embodiment. Wenn das da ist, dann gehen Dinge, da hättest du nie gedacht, dass du das auf die Reihe kriegst. Okay. Das finde ich auch. Also ich finde ja immer wieder faszinierend, gerade in meinem Bereich von Tanz, was der Körper in der Lage ist, die Schwerkraft zu überwinden. Und es ist also meines Erachtens wirklich so ein in den Körper flutschen. Es ist auch kein Druck und kein Training und so. Ja, es braucht Übung, aber es ist so faszinierend, was du sagst, da geht so viel mehr. Ich meine, jede Frau, die schon ein Kind bekommen hat, weiß, wovon ich spreche. Das ja, ich nicht. Faszinierend. Mein Glück. Ja, weißt du, mir geht es ja auch nicht darum, jetzt fliegen zu können. Ich bin 54, bin auch keine 25 mehr und gewisse Akrobatik klappt bei mir auch nicht mehr so richtig. Aber es geht einfach darum, und das möchte ich jetzt an alle sagen, die vielleicht im Moment diese Mindsets haben, oh Körper, mir geht's nicht so gut, Schmerz, ich bin auch nicht so beweglich, nicht so flexibel und viele schämen sich schon dafür, für sich selber. Das ist alles Quatsch. Mach das, was dir möglich ist. Ja, mach das, was dir möglich ist. Fang an, wild zu werden in dir. Fang an, wieder etwas in Ausdruck zu bringen. Ja, und das ist etwas so, so, so Wichtiges. Es geht darum, dass wir Lebensenergie in Fluss kriegen wieder in uns. Ja, das heißt, wenn du, kurze Anleitung nur, wenn du wahrnimmst, du bist wütend, bring diese Lebensenergie in Fluss, mach kein Kopfkonzept daraus, geh nicht in die Analyse oder wie auch immer. Wenn du merkst, du bist traurig, mach etwas für deinen Kopf. Du kannst, wenn du Wut hast, eine einfachste Möglichkeit, wenn du Wut hast, kannst du ein super Stück auflegen, was noch wütender macht, ja, Metallica oder keine Ahnung oder was weiß ich. rein. Und dann tob mal mit dieser Geschichte, das Energie raus. Dann wirst du merken, wie lebendig du bist und du wirst merken, Wut ist überhaupt nicht das, was man uns beigebracht hat. Mhm. Wut ist eine Quelle von mega Lebensenergie, die wir gebrauchen können, wenn wir sie nicht gegen einen anderen richten. Aber wenn wir sie gegen einen anderen richten, ist es nicht mit Wut arbeiten und sie halten, sondern das heißt, sie loswerden wollen. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Du hast mir nur eine gewisse Zeit gegeben, ich könnte jetzt ein Miniseminar drüber machen, aber es ist wirklich ich liebe das, weil ich lehne mich gerade voll zurück und genieße das Ganze. Okay. Was du spürst in dir, will bewegt werden. Was du spürst, möchte ausgedrückt werden. Wir haben verboten bekommen, Atem, Bewegung, Stimme. Das sind Tabus fast.
Ja, du darfst nicht tief durchatmen, genau. Du darfst nicht wirklich deine Stimme erheben und du darfst dich nicht wild bewegen. Das darfst du als ganz kleines Kind, sobald die Großen kommen und dann ist Feierabend. Und das ist so schade, weil dafür sind wir gemacht. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man so unglücklich wird. Und dann suchen wir das Glück irgendwo im Außen, aber wir finden es da nicht, weil es geht nur um Lebensenergie. Wenn ein Mensch auf einem niedrigen Level von Lebensenergie ist, kann er nicht glücklich sein. Punkt. Ich habe auch gerade total euren Firmennamen verstanden. Ja. Das hat bei mir Pling gemacht. Das ist die Essenz, genau. Genau, ja. Es ist die Essenz dessen, was ich so im Bild hatte, ist klar, ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern und ich sehe ja auch die Veränderung meiner Kinder, die jetzt größer werden und die jetzt auch in den Einrichtungen sind und wir so in einem System gerade auch versuchen, unsere Freiheit zu leben. Dabei belasse ich es jetzt bei der Ausführung, ist, dass die Wut und der Ausdruck mehr geschluckt werden. Und es ist total wichtig, als Erwachsene auszuhalten und den Raum zu geben, dass es einfach auch mal rausgeht. Ja. Weil es gibt halt Orte, da darf es halt nicht sein, aber dann Orte zu schaffen. Man muss ja auch nicht wild durch die Straße hüpfen, aber man kann sie ja zu Hause im Wohnzimmer die Musik an. Ja, aber Alexander, vielleicht sollten wir es mal. Wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich Zombies, okay? Das ist alles so reduziert, wo die Menschen unterscheiden sich nicht mehr voneinander. Da sind Tunnelblick und Zombie und wenig Lebensenergie. Das ist kein Vorwurf an die Menschen, aber so wollen sie doch nicht wirklich aussehen. So wollen sie doch nicht wirklich sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn wir nicht langsam mal anfangen, wütend zu werden und wir haben ein Recht dazu und unsere Stimme zu erheben, dann werden wir noch G6 und G7 haben und nicht nur G5, das uns noch mehr Lebensenergie raubt. Dann werden wir nicht nur die Masernimpfung als Pflicht bekommen, sondern alle möglichen Impfungen und dann werden wir irgendwann mal ganz down sein. Mann, wir brauchen mal ein paar Leute, die Eier haben und die Eierstöcke haben, wieder aufzuwachen und zu sagen, hey, so geht das nicht weiter. Ich will lebendig sein. Ich bin geboren, um lebendig zu sein. Okay? Das ist das, worum es uns geht. Genau. Ja, du hast einfach in einer richtigen Wumms-Art, und das liebe ich an dir, gesagt, worum es in diesem Kongress unter anderem auch oder gerade geht. Steh auf, tanz dein Leben. Und bei dem Tanztitel bin ich natürlich lange sehr kritisch gewesen, dass man den nicht missversteht. Du lernst hier keine Tanzschritte. Das gibt's auch. Diesen Part habe ich auch abgedeckt. Aber es geht darum, diese Lebensenergie, von der du sprichst, wach zu rütteln. Ja. Und wir beide wissen, das geht über Bewegung einfach so phänomenal zackig. Yes. Raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Ja. Und Gefühle sein lassen. Ja. Also ich kriege Gänsehaut von dieser Art, wie du das auch, weil ich finde, das braucht es viel mehr. Mir hilft es dann auch nicht, so dieses Mimimi zu machen und so, hallo, jetzt aber nicht. Nein. Wir müssen eigentlich nur verlernen, was wir gelernt haben. Ja? Und wir haben gelernt, immer wenn wir was fühlen, in den Kopf zu gehen. Das ist die Strategie, die wir auch von den Großen, die wir früher für uns unsere Götter waren, als wir klein waren, die wir kopiert haben, die wir abgeguckt haben. Du musst es analysieren oder drüber reden oder irgendwie was. Oder was wir auch gelernt haben, und das ist natürlich schockierend, wir haben dann Vorbilder vor die Nase gehalten bekommen, die eben halt nicht ihre Wut gut halten könnten und als Lebenskraft etwas draus machen können, sondern die einfach das rausgeknallt haben in Form von Aggression. Und das macht natürlich Angst. Und so will man nicht sein, ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwann im Laufe seines Lebens versteht, hey, das ist hier Lebensenergie. Das geht hier um mich. Das geht hier nicht um irgendetwas. Hier geht's tatsächlich nicht nur ums Überleben auf diesem Globus für uns alle, sondern ums Leben. Und mit dem, was wir im Verstand so hin und her bewegen und mit den Konzepten, die wir so entwickelt haben als Menschheit und mit dieser Klugheit und Weisheit, die wir entwickelt haben, ganz ehrlich, sind wir nicht weit gekommen, oder? Guck doch mal in die Welt da draußen. Ich glaube, wir haben es noch niemals in so einer Wahnsinnsgeschwindigkeit geschafft, unseren Globus zu vernichten, wie in den letzten Jahren. Ich hätte auch gerade das Bild von Vernichtung. Mhm. Was für ein Wahnsinn, wenn hier, ich sag mal, intelligente Aliens vorbeifliegen, die legen den Supergang ein, damit sie schnell weiterkommen. Weil die denken sich, die sind ja wahnsinnig da unten. Die nutzen ja überhaupt nicht ihr Potenzial. Die machen alles kaputt. Was sie, kein Säugetier der Welt, und wir sind Säugetiere, zerstört seinen Lebensraum. Also wir haben ein Problem. Und das wird Zeit, dass wir mal aufwachen. Und dieses Problem löst sich, wenn wir in unserer Lebensenergie ankommen, uns wieder bestärken, das ist mit Empowerment für uns auch gemeint, uns wieder bestärken und wieder in die Kraft kommen und für uns einstehen. Weil kein Mensch wirklich, wenn er wach ist,
tut einem anderen Menschen etwas oder tut sich selber etwas oder tut irgendeinem Kind oder irgendeinem Tier oder der Natur etwas. Wenn du wach bist, tust du das nicht. Du tust das aus Frustration. Du tust das, weil du nicht mehr raus weißt. Du säufst dein Alkohollimit jeden Tag, weil du niedrig im Level bist. Du bist frustriert, weil du dich nicht traust, in deinem Umfeld mal zu sagen, hey, hier bin ich. Ja? Und ich bin wer und ich stehe für mich ein. Ja, und nein, immer alles klein. Und natürlich, dann ist man auch genervt. Und dann wird man auch neidisch auf andere. Und dann wird man auch zynisch. Und dann wird man auch diese ganzen Dinge, die uns so kaputt machen. Und vor allen Dingen wird man eins, und das ist wichtig, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich sehr viel mit Angst- und Panikstörungen zu tun hatte, 10 Jahre lang. Und wenn du in deine Lebenskraft kommst, verlierst du die Angst, weil du dich kräftig fühlst. Und wenn du dich kräftig fühlst, bist du in der Lage, für dich einzustehen und für deine Werte und für deine Größe. Und ich glaube, dass wir alle Platz dafür haben, auf diesem Globus das zu tun. Denn wir nehmen uns nur das Brot vom Teller, weil wir so ängstlich sind, nicht weil wir uns so stark fühlen. Ja, das fand ich bei deinem Vortrag, wo ich dich live gesehen habe, schon sehr interessant. Es gibt genug von allem. Also es braucht keine Angst zu haben. Ja. Es ist absolut in der Fülle da. Ja, ich finde es total interessant, was das auch, ich bin ja so ein unglaublicher Körpermensch, deswegen mache ich auch diesen Kongress zum Thema Körper, was da in mir passiert, wenn du mit so einer Vehemenz einfach dastehst, motiviert mich das unglaublich, als, ich nenne es jetzt mal ein bisschen gendermäßig, als Frau eben auch dieses Wumms zu machen und auf den Boden zu stampfen und sagen, ja, nein, bitte. So nicht. Ja. Weil ich darf das lernen, ne? Ich bin da absolut, ich bin ebenso Schüler wie Lehrerin auch. Ich darf auch lernen zu sagen, ich stehe dafür ein und es gibt keine Ausreden mehr. Und dann bin ich bereit zu schütteln und zu tanzen und zu bewegen. Also mich bewegt es unglaublich, was du sagst. Du hast jetzt von Embodiment gesprochen. Der Titel ist ja Tanz dich frei. Du hast auch den Begriff Freiheit unglaublich gut ausgeführt. Welche Form von Bewegung ist es, was dich diese Lebensenergie ganz besonders spüren lässt? Weil dass die da ist, ist ja ganz offensichtlich. Ja, erstmal möchte ich. Hilfsmittel, dein Tool. Erstmal noch einen kleinen Zwischensatz, der mir gerade wichtig ist, weil ich hier so stehe und irgendwo so, du das so sagst in meiner Stärke oder wie auch immer. Ich möchte, und weil du es auch auf dich als Frau beziehst, ich möchte jede Frau, also bitte auch den Mitschnitt oder die Aufnahme von meiner Frau mal anhören, die da genauso unterwegs ist. Aber es geht hier nicht um männliche Kraft. Mhm. Es geht hier um Lebensenergie. Ja. Und die Lebensenergie bei einer Frau hat eine ganz andere Qualität und die ist nicht einen Funken schwächer als die männliche. Und das ist wichtig zu verstehen und nach so vielen Jahrhunderten Patriarchat, glaube ich, ist es wichtig, dass Frau das begreift, dass Frau nicht Mann werden muss oder männlich werden muss. Nee, in ihrer auf gar keinen Fall. Das ist tatsächlich Dankeschön, Christian. Das ist auch in meinen Kursen total wichtig, dass wir das nicht mitverstehen, sondern ich das total integriere in mich, weil ich ja auch noch ganz dolle so Rollenmuster-Denken habe, aus denen ich mich löse. Und ich habe ja mit Lillian schon gesprochen, das finde ich total gut, dass du das noch ansprichst. Wir müssen keine Mannsweiber werden und für uns einzugehen. Um Gottes Willen. Eben, das macht also, auch nicht glücklich. Ist eine ja, das ist ja vielleicht auch, das ist auch gar nicht Sinn. Also, Dankeschön für den Nachtrag. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen vergessen, was du das eigentlich hast. Ich hätte dich jetzt nochmal gefragt. welche Form von Bewegung, also ist es, Lillian hat ja zum Beispiel auch davon gesprochen, ja klar, sie geht auch ins Fitness, also um den Bogen zu spannen, was ist es, was dir gut tut, deinen Körper zu fühlen? Natürlich Embodiment ist, was ihr lehrt und sicherlich auch selbst macht, so geht es mir auch, was ich lehre, tue ich auch selbst. Ja, ja. Aber einfach so ein bisschen von dir erzählen, was tut dir gut, in deinen Körper zu kommen, zu fühlen? Ja. Da gibt's in der Tat also wirklich eine ganze, ganze große Menge, weil mein Körper ist mittlerweile, ich habe früher ja viel getanzt und ich praktiziere aber seit, hab dann aufhören müssen zu tanzen, weil mein Körper nichts mehr konnte. Das war echt die Hölle für mich. Wenn du 7, 8 Jahre Salsa getanzt hast und 2, 3 Mal in der Woche irgendwo in der Latino-Welt unterwegs warst, mehr oder weniger, und dich bewegt hast. Aber das ist auch ein Konzept, ja. Also man muss verstehen, diese ganzen Tänze, die wir draußen so kennen, auch gerade ich gehe in die Disco oder gehe in den Club oder so, da geht's ja oftmals
nicht darum, ich tanze für mich, sondern geht es darum, ich tanze für die anderen. Mhm. Also kann ich die Schritte richtig, performe ich hier richtig gut. Performance ist für mich immer, ist mein Lieblingssatz im Moment, Performance ist, ich weiß, da ecke ich total an, liebe ich auch damit anzuecken, aber da muss man mal drüber nachdenken, Performance ist eine Traumafolge. Ja? Wenn ein Mensch mit sich selber klar ist, sich selber liebt, so wie er ist, ja, und ja sagt zu dem, wer er bin, braucht er nicht performen. Ja? Mhm. Performance entsteht aus Mangel und Unzufriedenheit. Okay. Und deswegen ist das eben halt auch bei, es gibt bestimmte Vorgaben in der Tanzwelt und dann bewegt man sich so und so, aber es ist ein Konzept, ja? Also kurz mal Deckel drüber. Ich mag diese Tänze, ich mag diese Konzepte, aber man muss wissen, dass es ein Konzept ist. Embodiment ist kein Konzept. Ich habe Embodiment vor 5 Jahren jetzt kennengelernt. Ich praktiziere jeden Tag Embodiment und die verschiedensten Dinge. Und ich habe sehr viele unterschiedliche Lehrer mittlerweile gehabt, weil ich gemerkt habe, überall, wo es ein Konzept wird, mag ich wieder raus. Das ist nicht meins. Ich glaube, dass wir Menschen in unserem Körper, habe ich vorhin schon gesagt, die Weisheit haben, dass er gerade im Moment dir sagt, wie möchte ich dich bewegen? Wie möchte ich mich bewegen? Wie möchte ich dich bewegen? Spannend. Ne? Wie möchte ich bewegt werden? Er spricht. Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei der Beantwortung deiner Frage. Wenn du lernst über Embodiment, was natürlich auch am Anfang ein gewisses Konzept und eine gewisse Struktur hat, bis es frei wird, aber es bringt dich in den Körper, es bringt die Energie aus dem Kopf in den Körper und dann erlernst du eine gewisse Struktur, die du praktizierst und du merkst, es fängt an, in dir zu praktizieren. Nicht du praktizierst es, sondern es fängt an, in dir zu praktizieren und der Körper findet es einfach nur geil. Also alle Leute, die bei uns auf den Seminaren sind, es ist immer das gleiche Phänomen am Anfang. Am ersten Tag, also ich glaube, ein Drittel überlegt nach der ersten Stunde noch, fahre ich wieder nach Hause, weil das nicht... Aber der Körper hält sie alle da. Der Körper sagt, oh, geil. Ja, und der Kopf sagt, oh mein Gott, ja, und das sind die alten Programme. Ich schäme mich, so darf ich nicht aussehen, so darf ich mich nicht bewegen, so darf ich nicht sein und so weiter. Aber das ist doch der gleiche Scheiß, wo wir im Alltag drunter leiden. Ja, also das heißt, konkret, um deine Frage zu beantworten, ich weiß es nicht. Es kann sein, es kann sein, ich fange an zu schütteln und plötzlich merke ich aber, dass irgendwie, oh, dass mein Rücken eng ist irgendwie. Und dann geht's darum, Raum reinzukriegen. Ja, dann fange ich an, mich zu strecken oder zu recken und einfach Raum reinzukriegen in das Ganze. Und das ist vielleicht so ein Geheimnis. Der Körper möchte Raum. Mhm. Wir sind als Menschen schon durch die heutige Arbeit, durch die Dinge, wie wir uns bewegen, oft extrem eng, vor allen Dingen extrem auch im Brustkorbbereich. Ja, gehen wir auch nach vorne gebeugt, ne, bei vielen Menschen. Schreibtisch, Computer, wir fallen mit unserem Bewusstsein raus in den Monitor, wir sind nicht in uns, ja, und dass da wieder Bewusstsein reinkommt, braucht auch Raum, das heißt, ich spanne mich auf, ja, ich mache etwas, ich bringe Raum in meinen Körper rein und mein Körper sagt mir dann, welche Übung ist jetzt von der riesen Palette Embodiment gerade jetzt für mich das Richtige. Ob ich mich hängen lasse, ob ich mich schüttel, ob ich stampfe, ob ich gähne oder wie auch immer. Ich werde dir ja ein paar Sachen mitgeben, werden wir aufzeichnen. Ich kann nicht sagen, was da das Beste ist, aber definitiv, das werde ich jetzt nur hier nicht wiederholen. Beginnen würde ich immer, indem ich aktiv anfange, Lebensenergie in meinem Körper wieder zu mobilisieren. Das heißt, das Pulsieren unserer Zellen zu unterstützen, das Pulsieren unserer Energie zu unterstützen und das ist das Schütteln. Und da möge man einfach, ich glaube, das mit Lilian, ne? Ich glaube, Lilian hat das aufgenommen. Genau, aber also ich bin ja auch so ein absoluter Schüttelfan. Ich meine, ich habe dich in so vielen Bewegungsformen immer wieder gesehen und denke jedes Mal, es ist eben so dieses völlig bedingungslose, egal welche Emotion, es passt einfach immer. Ja. Und du schüttelst dich 3 Minuten und du bist ein anderer. Und das kann jeder feststellen. Du merkst es, du kriegst vor allen Dingen auch, und das finde ich so, ja, das liebe ich so, als ich weißt du, Ängste machen sehr schwach und Schmerzzustände auch, das zermürbt einen recht gut. Und ich habe wirklich echte Probleme damit gehabt. Und als Mann hast du noch mehr Probleme damit, wenn du schwach bist. Ja, und da bist du schnell mal mit so einem Satz auch dabei, Loser und Schwächling, und das kriegst du auch wieder nicht hin, du siehst und das. Und mir hat es allein die Wahrnehmung von Lebensenergie, diesem Pulsieren, wenn du dich 3 Minuten wild schüttelst, dann pulsiert es in dir, dann bebt es in dir. Und mein Lehrer damals hat gesagt, da spür ganz tief rein, das ist deine Essenz.
Da spür ganz dich. Und alles andere bist nicht du. Du bist pure Lebendigkeit. Und das habe ich mir gemerkt. Und das ist jedes Mal, auch heute noch, wenn ich mich schüttel danach, diese 2 Minuten vielleicht nachspüren, ja, spüren wie, als wenn ich an eine Steckdose diese Energie, die da ist. Und das vermittelt dem Nervensystem, und das ist das A und O dabei, das vermittelt dem Nervensystem, du bist energiegeladen. Was ich da so toll finde, Christian, es ist so simpel. Ja, ist alles simpel. Es ist so unglaublich simpel. Ich bin auch so ein Freund von Anfängergeist. Natürlich können wir auch trainieren und noch, ne, gerade in meinem Bereich, Dinge in Prozess bringen. Aber ich mag diese simplen Dinge schütteln. Und das die nächsten 20 Jahre. Ja, sowieso. Ich werde damit sicher nicht aufhören. Weißt du, weißt du, wenn ich in 20 Jahren nur noch so schüttel, ist das kein Problem. Am Rollator schütteln. Aber ich glaube, den werde ich mir sparen können dadurch. Ja, 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 eben. Diese Haltung habe ich gar nicht. Ne? Denn das ist einfach dieses Enge. Sondern einfach, wenn du auf bist, dann gehst du wahrscheinlich auch noch mit 90 mit einer guten Kondition am Strand spazieren und kannst durchatmen. Und darum geht es. Es geht um Lebendigkeit, verdammt nochmal. Genial. Das haben wir verdient. Das andere ist absolut unter unserer Würde. Ja? Das finde ich schön. Schütteln. Mein großer Traum, ich möchte dafür stehe ich an, das ist das, was wir mit Human Essence bewegen wollen in ein paar Jahren. Ich möchte in einem großen Stadion mit 10.000 Menschen schütteln. Mit 10.000 Menschen im Ball. Schütteln, Flashmob hoch 10. Es ist so abgefahren, weil die Energie... Sag mir aber bitte Bescheid, ja, da schüttle ich mich. Ja, da bist du dabei. Natürlich, wir laden alle ein. Weißt du, die Sache ist doch die, Energie multipliziert sich. Wir machen ja fast nur noch Gruppenprozesse. Ja. Wir haben unsere Einzelarbeit aufgegeben zum größten Teil, weil wir einfach gemerkt haben, in Gruppen passiert 1.000-mal mehr. Ja. Ne? Schon, ja. Und wenn wir im Seminar sind mit 30, 40 oder 50 Menschen und wir machen Embodiment, hey, da ist jeder Winkel ausgefüllt mit Lebensenergie. Da kann jeder Teilnehmer, der sich im Moment vielleicht noch nicht so stark fühlt oder so frei fühlt, trinken. Ja, und das ist so lebendig, das ist so wunderschön. Und dafür sind wir sowas von gemacht, wenn so eine Herde, so eine wilde Herde Menschen, Säugetiere sich schütteln. Ah, es ist toll. Es ist kein Wunder, dass die Leute danach dann sich ins Löffelchen legen oder was weiß ich, aneinander gelehnt sind, weil sie endlich mal wieder bei sich ankommen und sich selber spüren. Darum geht es, genau. Cool. Ach, schön. Mega cool, Christian. Wir wollen ja nicht nur davon reden, wie es sich anfühlt zu schütteln. Lustigerweise ist das auch ein Teil von meiner Morgenroutine, die ich während dem Kongress mache. Also da wird auch jeden Morgen geschüttelt, weil ich das eben auch so gerne mache, auch mit meinen Kids. Da gibt es einfach, egal welchen Alters, groß, klein, dick, dünn, hoch, alt, Mann, Frau, keine Ausreden. Schütteln kann jeder, egal wie. Was machen wir beide jetzt zusammen? Also was hast du vorbereitet an Embodiment? Okay, wird es gleich mit auf, soll gleich hinten ran aufgenommen werden oder soll ich es erstmal erzählen? Also ich habe mir vorgenommen, nicht viel wissenschaftlich zu erklären, weil ich möchte den Körper nicht aktivieren, sondern deaktivieren, okay? Mhm. Es gibt für jede Embodiment-Übung eine wissenschaftliche Abhandlung darüber, was es in deinem Nervensystem macht, mit deinen Körpersäften macht und tralala. Das ist aber nicht das, worum es geht. Es geht um die Experience, deswegen heißen unsere Seminare so. Es geht um die Erfahrung, die du machst dahinter. Das, was im Nervensystem ankommt. Wir werden jetzt eine kleine Reise machen und als allererstes werden wir mal die ganze Grütze aus unserem Kopf herauskneten. Das wird der erste. Das macht extrem viel im Nervensystem, sehr ungewöhnlich und wir werden da so ein bisschen unter die Maske sozusagen richtig gehen und dann werden wir, ja genau, was ist ja so, geh durch die Straßen, geh in der Stadt, geh durch die Straßen, du hast das Gefühl, die haben alle eine Maske auf, alle maskiert, das ist keine Lebendigkeit in den Gesichtern, ganz selten siehst du mal Lebendigkeit und wir werden dann übergehen in diesen Bereich von Grimassen schneiden. Etwas. Also das alles, was wir jetzt versetzt euch am besten, wenn wir das gleich machen. Also ich kann nur eins empfehlen, nicht hinschauen, ohne mitzumachen. Weil wenn du zuschaust, ohne mitzumachen, wird nur der Verstand aktiviert mit all seinen Schutzmechanismen von, oh, das ist beschämend, das ist peinlich, das lasse ich und so weiter. Das ist ja verrückt. Also es kommen nur Bewertungen und Schutzmaßnahmen. Dafür ist unser Verstand ja gemacht. Aber
jedes Kind, das das sieht, wird sich kaputt lachen und mitmachen wollen. Ja, das ist das Tolle, wenn man Kinder hat. Bitte, also bitte alle, die, die dabei sind, sich das anschauen, müssen unbedingt mitmachen. Es hat überhaupt keinen Wert zuzuschauen. Das ist jetzt kein Vortrag, sondern es ist nur etwas Lebendiges. Ne? Außerdem, wenn ihr alle mitmacht, dann schäme ich mich nicht so. Ja, und außerdem geht es in dem Kongress ums Mitmachen. Das macht den Kongress besonders. Es hat sonst wirklich keinen Sinn. Ich bin mit der Kamera und ich verspreche, ich mache mit.